Horsenschi-Gebiet. Ihr habt eine Ferienwohnung da aus. Nein, es ist nicht so voll. Es ist eher leer. Die fährt mit einem Bein, hey. Die hat nur ein Bein. Nicht schlecht, gut ab von solchen Leuten. Mit einem Bein Skifahren. Das andere Bein war amputiert. Das ist Davos, Basenji-Gebiet. Das hier unten ist das Wasser für die Schneekanonen, die aktuell im Betrieb sind. Deswegen pumpt es auch so schön hier unten raus. Rufst du, hey, was, hast was verloren? Wieso meinst du? Und dem Kollegen, wo da runterfuhr. Warst du am Wochenende auch hier? Cool. Yes, that's a lake. We produce with this water in that lake. Also it's an artificial lake and we produce artificial snow with the water in that lake. Was ein geiles Wetter, absolut. Du hast mal mit einem Ski probiert zu fahren. Sehr dumme Idee. Jo, ist was passiert. Allein schon die Passenbahn da hoch ist cool. Genau. Finde ich auch. Das ist mein Arbeitsweg. Nehme ich euch bis Ende Saison jeden Tag mit im Livestream. Eine alte Station in Schübalp, also vorne auf der Davoser Seite. Ja. Das ist die Totalbahn. Es wird kälter, aber es geht eigentlich. Morgen war es minus 9, dann jetzt irgendwie minus 5 und jetzt wird es dann wieder kälter, wenn die Sonne weg ist. Hi, hallo. Danke fürs Folgen. Thanks for following me. Danke fürs Folgen. Ist nichts Schlimmes passiert, konnte aber keine 10 Minuten fahren. Ja, ich könnte es auch nicht. Der Lift ist schon ein bisschen lang, ja, aber es ist auch eine lange Abfahrt. Wo sind die Züge? Auf der anderen Seite. Hello from Bora Bora. Send you greetings to Bora Bora. Das Tagesbillett kostet aktuell 64, also so war es letzte Woche. Der andere Ski war bei der Sesselstation unten. Okay, shit. Ich bin jetzt oben, genau. What a day. War das Kurua Shape, da hat 56. Dann aber Ski und Snowboard fahren. Nie wieder Davos. Ja, das tut mir leid für dich. Da du nicht fähig bist, selber in den nächsten Screen zu scrollen, dann helfe ich dir gerne, aber ich helfe dir nur einmal. Und dann viel Spaß mit deinem einzigen Follower, den du bis jetzt hast. Dementsprechend, ja. Tschüss, schönen Tag, hier passt du nicht rein. Weil das ist ein Stream für Good Vibes und danach siehst du nicht aus. Weil Davos wunderschön ist. Und wir jetzt auch hochgehen auf die Terrasse. Ich will mein Board nicht hier hinstellen. Das ist Weißflujoch, ja, ich zeig mal die Aussicht nach vorne.
So schaut das aus. Ich gehe kurz bei mir ins Geschäft unten. Ich werde mein Snowboard dort deponieren. Dann gehen wir gleich wieder hoch. Danke. Hallo. Wow, was ist das du? So, jetzt geht's noch mal hoch. Mein Arbeitskollege möchte nicht erkannt werden auf TikTok, deswegen muss ich das kurz abdecken. Zeige ich euch, wo es das Bier mit der